Hallihallo, Hallöchen zur nächsten Folge, Part 66. Europa Universalis 4 mitten im Clinch mit Brandenburg und Toskana. Der Russe ist in seiner Fehde, die immer wieder neu aufblüht, wieder mit Ming unterwegs, jetzt mit Korea. Da kann man einmal abchecken. Moment, komm, ich will einmal wissen, was der Russe macht. Gegen Korea und Ming. Und Ming hat ja ganz viele Staaten hier drumherum als Vorführeffekt, als Tributstaaten, als Vasallen gehören alle dazu und Korea eben auch. Das heißt, wenn Russland mit Korea Krieg hat, hat Russland auch mit Ming und allen anderen Staaten Krieg. Und bis jetzt hat das immer gut geklappt, das auszunutzen. Ob es wieder klappt, ist fraglich. Aber bis jetzt lief's. Also würde ich sagen, wir beenden das mit Toskana und mit, ja, Brandenburg früher und versuchen mal in Russland so ein bisschen was zu reißen. Die sind jetzt mit Venedig und Biapas verbündet. Was natürlich richtig doof ist, dann müssen wir auch Biapas bzw. Venedig ein bisschen erobern, was richtig nervig ist. Damit der Kriegsstand wieder so hoch steigt, wie er steigen soll. Das orientiert sich ja immer an den Festungen und an den Belagerungen und so weiter. Aber es gibt ja auch eine Verhältnismäßigkeit. Das heißt, wenn hier drei, vier Türme sind, dann gibt es vier Türme insgesamt mehr. Und wenn du drei Türme von 20 erobert hast oder drei Türme von 10, ist ja ein Unterschied. Also, soweit so gut. Okay, wir checken Toskana ab. Wie machen wir das am sinnvollsten? Können wir hier hoch nur mit einem Schiff? Ich würde sagen, wir belagern mal noch das da und das. Oder obwohl, nee. Geht mal darüber und ihr kommt darüber. Und dann lassen wir knapp laufen. Wenn wir jetzt mit Russland den Krieg jetzt da schnell nicht hinkriegen, ist auch halb so wild. Primär müssen wir die diplomatischen Technologien durchdrücken. 94. Und die administrativen natürlich auch. Okay. Dann splittet euch mal auf, meine Lieben. Soldaten, hier wird schön diplomatisch sinnvoll gehandelt. Und da ist Österreich am Tun und Machen und Brandenburg auch. Hoffen wir mal, dass das beides hier flüssig durchgeht. Und dann können wir auch beenden. Da könnten wir wahrscheinlich wirklich sogar noch rüber zum Russen. Okay, Moment. Spalten wir hier mal auf. Und spalten wir nochmal auf. Einmal hier rüber. Da einmal Pisa mit dem schiefen Turm. Die Frage ist, ich habe keine Ahnung, wann der erbaut wurde. Gab es den 1691 schon? Den schiefen Turm? Keine Ahnung. Naja, egal. Ich denke, ja, der muss schon alt sein. Wahrscheinlich schon. Ich meine, in Rom sind ja auch alle Sachen von den alten Römern erbaut worden. Vielleicht ist das mit dem schiefen Turm von Pisa genauso. Dann gab es den auch da schon. Aber ich würde meine Hand für nicht ins Feuer legen. Kann auch sein, dass, ja, um die Uhrzeit sie auch irgendwie fundamentmäßig was falsch gemacht haben. Persönlich war ich ja noch nie dort. So, auf die administrative Macht habe ich jetzt langsam echt Bock. Da bin ich richtig heiß drauf. Wie lange dauert das denn noch, Mensch, ne? So, ihr könnt euch mal aufsplitten. Und nach Luca und dann ist auch schon viel erledigt in guten alten Toskana. Gibt's ja auch heute noch, oder? Ist bestimmt so ein Bundesland, so eine italienische Provinz. Hier ist es halt ein unabhängiger Staat. Aber macht nix. Da haut auch Französisch-Kolumbien gut Toskana 1 rein, schiffsmäßig. Natürlich sehr gut. Okay. Na, ja, die Zeit läuft auch langsam, aber da checken wir mal ab. So, Braunschweig ist durch. Wir können mit Brandenburg schon den Frieden erklären. Okay. Gucken wir mal, wie sich Österreich entwickelt und wie sich jetzt der Rest von Toskana entwickelt. Ich bin so am Hin und Her mit schnell abschließen und rüber zum Russen oder nicht, aber der Russe hat ja meistens länger Stress und ist auch gerade im Minus, was ja auch cool ist. Okay, das ist erledigt. Ich glaube, ja. Die Provinzen sind auch gut, da könnt ihr bisschen was plündern. Hier sind wir schon bei 7.
Ah ja, ein Berater ist doch gestorben, oder? Moment. Ja, der Administrative. Moment, Moment. Und Toskana ist auf dem Weg nach Zürich. Da sieht mir so eine leichte Südkurve aus. Also zu uns, was blöd ist. Haben wir hier was Gutes? Oh, ja, kein Geld haben wir. Nee, dann lassen wir es sein. Auch wenn ich gern administrativ noch einen hätte. Wenn es das Geld momentan nicht erlaubt, dann ist das so. Okay, Pisa ist auch erobert. Dann noch Lucca bitte. Und ja, Genua wird wahrscheinlich... Also, ich schließe da lieber Frieden, bevor es hier Clinch gibt. Wir sind ja auch militärtechnisch gerade nicht so stark und so weiter und so fort. Ihr kennt das ja, zu früh, zu schnell expandiert und jetzt hat man den Salat zur Korruption. Machen wir mal runter. Auf minus 0,1. Österreich ist auf 7. Okay, wie sieht's denn aus? Frieden? Geld? Kriegsreparation? Eine Provinz? Eine Provinz wollen sie nicht. Wenn Lucca fällt, ist die Provinz natürlich safe, aber... Ich glaube, wir schließen eher früher Frieden. Moment, ihr könnt schon mal hier rüber. Und der Rest auch. Ich meine, was sollen wir hier noch länger rumstehen? Außer ein bisschen plündern, aber komm. Ziehen wir ab. Auch wenn es gerade nicht geht. Ihr könnt mit Hilfe von Transportschiffen, aber im Einsatz. Ja, okay, dann geht mal darüber. So. So, wie sieht es hier aus? 7%. Es geht ein bisschen weiter voran, komm. Vielleicht ein Ticken schneller. 14%. Ja, ich glaube, wir sollten den Frieden schließen und gut sein lassen. Hier oben sind wir bei 21 mit Österreich. Und wo gehen die hin? Die stolzieren da quer durch die Weltgeschichte. Ich würde halt gern wissen, wo die Truppen sind von Toskana. 4,55 plus. Das ist aber, Genua ist eine ziemlich reiche Provinz, also muss man sagen. So, könnt ihr darüber noch nicht? Jetzt aber, dann der Rest auch rüber. Wird schon mal ein bisschen wieder geordnet und verschifft. Stopp. Ja, schnell auf die Leertaste. Nee, das machen wir nicht. Wir werden uns dann nicht bekriegen, auf keinen Fall. Nein, nein, Geld ist drin. Kriegsreparationen sind drin. Ne, Provinz ist nicht drin, aber die Provinz müsste auch gekort werden. Hat vielleicht auch Vorteile, dass wir es nicht machen. Haben wir denn ein hohes Plus? Ja, vielleicht Handelseinfluss? Nee, auch nicht. Handel? Auch nicht. Nee, dann lassen wir es so. Geld und Kriegsreparation senden. Ihr geht rüber. Und wir zwacken mal das Geld ein. In unseren Armeen, damit wir so ein bisschen, jo. Jetzt gucken wir uns mal ein bisschen mehr Brandenburg an. Wie sieht's denn hier aus? Ich bin fast überlegen, hier eine Einheit zu rekrutieren, die einfach nur besetzen soll. Ja, 54 Tage ist natürlich auch lang. Eine bauen wir da mal auf. Ihr könnt euch mal auch hier in die Richtung bewegen. Korruptionsmäßig sieht's, ja, blöd aus, aber korruptionsabbaumäßig ist okay. So, die Altmark ist down. Frieden verhandeln, Geld ist drin. Kriegsreparation fehlen noch. Dann warten wir mal ab, vielleicht kommen die ja. vielleicht kommen die ja, vielleicht kommen die nicht. 30er Kriegsstand haben wir. Was ist denn das Kriegsziel? Stettin. Warum haben wir kein Stettin, Leute? Hier, wir haben's nicht. Oh Mann. Jetzt man muss das Kriegsziel erobern. Ja, da denkt die KI nicht mit. Ich habe es jetzt auch nicht gemacht. Ich habe mich jetzt um Toskana gekümmert, aber... So, da kommt einer zurück. Prima. Dann können wir den einen noch, vielleicht Deutscher Orden, ein bisschen die Beziehung verbessern. Staatsehe, hauen wir direkt rein. Und Beziehung verbessern gleich hinterher. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Herrscher aus? Moment, Moment. Warte mal. Jetzt, ich habe schon gedacht, wir haben beim Deutschen Orden geschaut. 1,3,2, der aktuelle ist 70, der Sprössling ist 2 Jahre alt. Und
Die wollen unsere Truppen, glaube ich, kaputt machen. Bewegt euch mal alle hoch und dann checken wir mal hier ab. Wie viel Minus haben wir denn? Minus 4,8, also die 4,8 wegen dem Kriegsziel, die könnten wir schon wieder reinholen. Jetzt ist unser General down. Jetzt haben wir gar keinen mehr. Okay, wir holen uns noch einen neuen General gleich. Machen wir mal direkt. Oder nee, machen wir gleich. Ja, Kastilien wird uns helfen. Jetzt brauchen wir keine Hilfe, Kastilien. Ich meine, das ist schon so gut wie geschaukelt hier. Bewegen die sich weiter? Nein. Die bleiben jetzt hier stehen. Frieden. Also Kriegsreparation wollen sie keine hergeben. Ich glaube, es gibt schon einen negativen Shift, wenn sie Champlin haben. Und unsere guten alten anderen Jungs machen nichts. Wenn ich das jetzt hier lösche, kriegen wir das Geld wieder. Aber nicht vollständig. Okay, dann wird das nächste jetzt nicht gelöscht. Und wir schließen jetzt schon Frieden und gehen rüber nach Russland. Alles rüber. So, die 15. Moment. Wir müssen dann auch ein bisschen sortieren und ordnen und alles. Erstmal alles hier in die Richtung. Auf jeden Fall. Und dann wird so ein bisschen aufgesplittet, umverteilt. Aber, jo. Genau, aber. Aber da muss man natürlich immer schauen. So, Geld haben wir gut abgezwackt. Wie sieht's denn hier aus? Admin-Technologien sofort rein, direkt. Wir können dann bald nochmal 5 verfügbare Staaten mehr haben, was nochmal gut für die Korruption wegen den zu vielen Territorien ist. Minus 0,11. Dann gehen wir hier noch weiter runter. Ist die falsche Richtung, ne? Gehen wir einmal... Stopp. So. Okay, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Weißt du was? Ja, komm. Ihr seid eine Armee, ihr kommt hier hin und ihr erobert dann hier den Turm, den es hier gab. Und dann machen wir gleich mal so weiter mit unseren Truppen. Der Rest kann sich hier ein bisschen in die Mitte stellen und dann wird verteilt. Okay, wie sieht es denn eigentlich aus militärisch? Wir haben viele Kapazitäten. Okay, 2 für hier oben. Einer für hier. 2 für hier. 2 für hier. Einer für hier. Und nochmal 2 für da. Und einer dahin. Und dann können wir so ein bisschen, ja, der Rest wird verteilt auf die Türme. Militärzugang, Kirchenstaat, bitteschön, könnt ihr haben. Aus unserer Sicht, wir fahren unsere Türme down, sparen Geld so gut es geht und machen jetzt nochmal einen Diplomaten. Ich bin schon ganz hin und weg, dass Moldawien endlich weg ist. Ich hab den 4. quasi die ganze Zeit ausgeblendet. Was machen wir denn mit dem? Dänemark ist verbündet mit Kastilien, nur mit Kastilien und von Russland gesaved. Transoxanien würde helfen. Ich würde sagen, ein Anspruch auf irgendwas, was hier ist. Ich würde sagen, Böhmen ist schon down eigentlich. Haben wir einen Anspruch auf Prag? Haben wir. Augsburg. Augsburg hat jetzt Grenzland mit uns. Das war ein Fehler, Augsburg. Ja, ich habe schon gedacht, Augsburg Beziehung verbessern. Das war Österreich. Augsburg, okay. Krieg erklären, Savoyen, Schweiz. Und Eroberung von Oberpfalz. Ist auch schon, ja, auch schon safe. Das sieht gut aus. Wir können uns dann einfach hier so ein bisschen weiter durchfressen in die Richtung, wenn es halt in die oder wenn es nach Süden oder in Russland nicht klappt. Wir versuchen es mal jetzt im russischen Gebiet und dann machen wir gleich weiter. Moment, geht mal einen Schritt weiter vor. Liebe Jungs. So, bleibt mal stehen. Ihr geht auch einen Schritt weiter vor. Ihr habt schon euer Ziel und ihr... Was machen wir denn mit euch 6? Geht mal... Ja, bleibt mal da stehen. Und dann warten wir kurz ab. So. Zusammenfügen. Hier haben wir... 2000 Kanonen. Ja, 2000. Wir brauchen über 10. Neue Einheit.
Dann nehmen wir ein paar Kaninchen rüber. Moment. Ihr könnt euch mal mit denen zusammenschließen, genau. Dann noch eine neue Einheit. Jetzt haben wir 14 Kanonen. Die nehmen wir rüber. Und wir nehmen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ihr seid der Moskau-Trupp. Ihr geht darüber. Und 23 sind über, ohne Kanonen. Ihr könnt hier hin und hier was erobern. Also für hier oben haben wir was, für hier haben wir auch was, für Moskau haben wir auch was. Eine Truppe wird hier noch sein, die kommt hier nach Kasan rüber, um hier anzugreifen. Und dann passt das, glaube ich. Ich bin am Überlegen, noch mehr Kanonen auszuheben, um das ein bisschen zu beschleunigen. Da müssen wir gleich mal schauen. Aber bewegt euch alle mal darüber, wo ihr euch hinbewegen müsst, fürs erste Mal. So, Militärtaktik hauen wir noch nicht rein. Und Generäle holen wir uns auch erstmal noch nicht. Das machen wir später. Und der eine hier, den, ja, der wird dann weiter hoch bewegt. Okay, einen haben wir über. Dann können wir auf Augsburg noch was fingieren? Nein. Auf Böhmen ist nicht so cool. Venedig ist natürlich gut verbündet. Aragon? Nee, keine Lust auf den Osman. Toskana? Tatsächlich. Können wir da einen Anspruch fingieren? Das machen wir auch. Dann können wir uns hier so ein bisschen weiter ausbreiten. In den italienischen Gebieten. Okay, dann machen wir ein bisschen schneller mit der Zeit. Und checken mal ab, wie das jetzt genau hier aussieht. So, Geld machen wir plus. Ja, ja, der Russe kommt. Dann machen wir gleich mal Gegenspionage. Dann ist das auch schon gegessen. So, was haben wir hier? Venedigs Meinung minus 30, Transoxanien minus 30. Dann nehmen wir natürlich Venedig, weil um Venedig scheren wir uns nicht. Und checken mal gleich ab, 15 gefallen, das heißt, die helfen uns. Kastilien. 18 gefallen, die müssten uns eventuell auch helfen. Wobei wir einen schnellen Krieg bevorzugen. Und das eigentlich auch flott laufen müsste. So, die 14 zusammensetzen, genau 11.000. Ihr geht noch dahin. Ja, die russischen Armeen hier, das sieht natürlich uncool aus. Passieren die unsere Gebiete oder wo laufen die denn hin? Hier hoch nach Serov. Und ihr wohin jetzt? Auf unser Gebiet. Und wir haben denen keinen Militärzugang gegeben. Der Hammer. Aber ich bin eigentlich halt froh, dass die sich wegbewegen. Ist natürlich auch gut. Okay. Hier haben wir eine Truppe. Hier haben wir eine. Also die ist für Moskau zuständig. Die Truppe hier unten für hier hinten. Die Truppe ist einfach nur, um zwischen zu anzugreifen. Die auch. Dann bekommt ihr noch Kanonen dazu, auf jeden Fall. Wie viel habt ihr? Moment, Moment. 6,9. Ihr braucht mindestens 10,9. Also 7,9, 8,9, 9,9, 10,9. Okay. Dann ist das hier eine gute Belagerungstruppe. Die Moskau-Truppe ist auch ganz gut. Da haben wir auch eine Elva-Truppe. Jo. Soweit so gut, würde ich sagen. 25er Kriegsstand. Das ging schnell. Anspruch fingieren. Ach, so viele Ansprüche können wir fingieren. Aber wegen den Meeres... Ja, wir nehmen natürlich das angrenzende Gebiet und machen da kein großes Taramtamtam hier mit den Gebieten, an denen wir auch Ansprüche erheben könnten. Das müssen wir nicht machen. So, ihr dockt mal an, bitte. Okay. Jo. Dann würde ich sagen, es sieht ganz gut aus. Vielleicht warten wir noch ein bisschen mehr ab, aber wir probieren es einfach nochmal. Minus 24er Kriegsstand. Ja, kein Wunder, dass jetzt da 50.000 Truppen einfach über unser Kasan drüber stolzieren. Alter. Wenn wir jetzt den Krieg erklären, hoffe ich mal, dass Russland sich den Kriegsstand dann nicht geben will. Was ist denn da los? Moment, zeig mal her.
Okay, muss ich hier drauf? Ne, hier drauf. Von 9 Schlachten minus 7. So viel ist besetzt. Alter Schwede. Ich glaube, wir sollten abwarten. Der Kriegsstand wird sich wieder ein bisschen mehr zu Russland hinbewegen. Wir müssen da mal gucken, oder wir greifen gleich an. Das ist so ein bisschen. Also die Kanonen müssen wir auf jeden Fall abwarten, bis sie gebaut sind. Okay. Ich würde sagen, fürs Erste reicht's. Ich, ja, bin jetzt mal so ein bisschen wieder reingekommen. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. EU4, macht's gut und ciao.